Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zwischenvideo. Heute sind wir mal auf dem Bauernhof bzw. beim Kuhstall von mir und wie ihr seht, ist hier auch einiges los. Hier haben wir mal ein bisschen ein paar Rundballen, Strohrundballen gepresst fürs Einstreuen. Hier haben wir Heu, Heuquaderballen gepresst für die Futtermischtechnik und hier nochmal Stroh kommt auch in die Futtermischtechnik mit rein. Und ja, wie genau das alles funktioniert, wird wahrscheinlich noch ein Livestream kommen. Hier oben habt ihr nochmal eine Unterstellmöglichkeit für eure Geräte. Dann seht ihr hier ein kleines Treibhaus. Das könnt ihr befüllen. Mit Wasser und Silage, denke ich mal. Könnt ihr auch reingehen. Gucken, was hier so wächst. Noch nichts. Was ist hier los? What's hier los? Hier steht ein Bäcker Samen. Ein Sack. Das findet ihr übrigens im Shop unter platzierbare Objekte und das habe ich mir da auch gekauft. So, wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen kleinen Brunnen. Da könnt ihr Wasser holen und dann da dieses Treibhaus befüllen mit Wasser. Hier habe ich mal fast ins Gesicht geflogen, ey. Hier habe ich mal ein paar Bienenstücke, ein paar Bienenstücke gekauft, 3 Stück, findet ihr auch unter platzierbare Objekte, bringt ein bisschen Geld, zwar nicht viel, aber es bringt ein bisschen. Au, oh, jetzt hat mich in den gestochen, ey, ich glaube ich bin. So, hier könnt ihr halt nochmal Fahrzeuge oder Gerätschaften unterstellen. So, dann habe ich hier noch ein Gewächshaus gekauft gehabt. Auch findet ihr auch unter platzierbare Objekte. Das ist alles Standard, das könnt ihr auch befüllen. Mit Wasser und Silage, denke ich mal. Und die Tür geht sogar auf und zu. Haben sie schön gemacht. Na, jetzt seht ihr ein bisschen was. So rumliegt. Hier ist auch noch nichts angesehen. Okay. Hier ist ein bisschen Samen. So, das war's dann auch schon alles wieder. Bringt auch ein bisschen Geld, zwar nicht viel, aber etwas. Hier habt ihr dann euer Silo, wo ihr dann eure Silage machen könnt. Könnt ihr hier reinkippen oder halt dann bei der BGA, wo es schon den Livestream dazu gab. Wo wahrscheinlich ein zweiter nochmal folgt im Multiplayer. Mal schauen. Also hier kommt entweder gehäckseltes Gras rein oder gemähtes Gras oder gehäckselter Mais und dann zudecken und gären lassen. Hier ist mein Futtermischwagen. Mit dem mache ich dann immer die Futtermischtechnik. So, ihr habt doch schon mal ein bisschen paar Kühe. Da habt ihr hier rechts und links, Ruhe, wenn ich hier rede, ja. Da habt ihr hier rechts und links schon mal einen Futterkrug. Ich habe auf dem einen habe ich Mischfutter reingekippt und auf dem anderen einfach normale Silage. Und eingestreut habe ich natürlich auch. Da braucht ihr diese Einstreuhänger, da kommt ein Strohrolle hinten rein, dann könnt ihr das hier einstreuen mit Stroh. Habe schon ein kleines bisschen gemacht, muss ich mal wieder auffüllen. So, hier steht ein bisschen Müll rum, so wie es aussieht. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Sieht aus wie alte Kühlschränke oder weiß der Geier was. Oder neue Kühlschränke, was auch immer. Hier habt ihr noch einen Grasfutterkrug. Da könnt ihr halt Gras einfüllen. Und ich habe jetzt hier einen Bestand von, glaube 50 Kühen. Ich denke mal, das ist wie bei dem Hühnerstall, dass nicht alle angezeigt werden.
sondern einfach dann die Produktion hier ist. Es gibt wie gesagt wieder weiß-schwarze Kühe und einmal braun-weiße Kühe. Die machen das, was halt eine Kuh den ganzen Tag macht, natürlich fressen. Das ist ja normal und dann gibt es auch ordentlich Milch. Zu dem Thema Milch, die Milch wird im Multiplayer, soweit ich weiß, ob es im Singleplayer genauso ist, weiß ich jetzt nicht, wird nicht abgeholt von einem Milchlaster, wie es in LS13 war, sondern es wird am Ende des Tages gut geschrieben, ihr habt ja diese Anlage. Ich hätte mir natürlich wieder diesen LKW gewünscht, da die Milch immer abholt. Ich weiß nicht, ob es im Multiplayer dann anders ist wie im Singleplayer. Aber das, falls das so ist, könnt ihr das ja gerne mal unter das Video drunter schreiben. Falls im Singleplayer doch dieser Milchtraktor kommen sollte. So, ihr habt da die Güllegrube. Ihr braucht bloß mit dem Güllefass hier reinfahren und dann könnt ihr die Gülle rauspumpen. Dann habt ihr noch, das ist dieser Einstreuwagen, wo diese Strohrolle hinten reinkommt, kennt ja sicherlich jeder. Und dann könnt ihr da euren Kuhstall mit Stroh einstreuen. So, und hier ist der Kuhmist. Kuhmist wird nur produziert, wenn ihr natürlich auch euren Kuhstall eingestreut habt oder solange halt Streu in eurem Kuhstall vorhanden ist. So. Die laufen dann halt auch hier drinnen rum und essen hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was. Also der Tagesablauf besteht halt aus Essen. Hier ist so eine Rolle, da laufen die eigentlich drunter durch und dann werden die da gekrabbelt, sag ich mal so, oder keine Ahnung. Das kennen die ein oder anderen ja in Wirklichkeit, wie das ist, wie das funktioniert. Da kommt schon wieder eine rein. Das ist die Kuh Elsa. Na, hast du Hunger? Ja, die stecken halt ihr Gesicht auch ziemlich weit ins Essen rein. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch Luft kriegen oder ob die da durch die Hörner atmen, keine Ahnung. Gut, es ist nur ein Spiel, aber... ja. So, jetzt habt ihr auch mal meinen kleinen Kuhstall gesehen, beziehungsweise den Kuhbereich. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt von mir, einfach abonnieren. Wenn ihr Livestreams sehen wollt, dann auch einfach abonnieren, da ich die jetzt immer auf YouTube hochlade, weil die bei Twitch gelöscht werden nach 14 Tagen. Das ist normal. Haben sie jetzt eine neue Regelung eingeführt und ja. Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach unter das Video und ich beantworte sie natürlich auch gerne. Und wie gesagt, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Es wird zum Thema Kühe noch ein Livestream folgen. Und ja, wird natürlich dann auch hier auf YouTube ausgestrahlt. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und für mehr Videos einfach abonnieren. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi.